Hallo zusammen, willkommen zu diesem neuen Video. Es ist noch richtig früh am Morgen. Es ist nur der Connor wach. Die Mädels schlafen noch und ich wollte euch heute wieder ein bisschen mitnehmen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich habe den Connor jetzt hier eingebaut. Der ist hier unten nämlich eingeschlafen. Ich höre aber, die Mädels sind wach. Deswegen werde ich jetzt hochgehen und die Mädels fertig machen. Ich werde auch noch das Hinterteil hier runterklappen. Dann kann er definitiv nicht runterrollen, falls er sich rollen sollte. Na gut, kleiner Spatz. Guten Morgen, ihr zwei Süßen. Das ist ganz mit der Gacke. No, ärgerst du sie mit der Gacke? Mama soll dir was zum Anziehen aussuchen. Hier ist ja pures Chaos. Sky anziehen. Sky T-Shirt. Mickey Maus. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich noch ein Mickey Maus T-Shirt hier habe, Schatz. Sieht nämlich schlecht aus. Hier. Ich habe dein Trikot. Da ist eine Mickey Maus drauf. Das hier? Ja, ich will Mickey Maus. Okay. Gucken, ob wir noch eine schwarze Hose haben, dann passt das nämlich. Ja. Ich will Mickey Mouse. Juhu! Ich weiß, warum du Mickey Mouse haben möchtest. Wegen der Baby Violet. Und die Violet auch Mickey Mouse. Die ist heute auch ganz schick, guck mal. Auch Mickey Mouse. Ja. Das ist drauf. Das ist Mickey Mouse. Seid ihr meine zwei schicken Mädels? So, wir sind fertig. Dann gehen wir runter zum Connor. Gestern waren wir Haare waschen. Dann sind die heute immer so strubbelig. Ja, schön leise. Der Connor schläft, ja. Baby Violet weiß noch nicht, dass sie leise sein soll. Wir wollten doch leise sein, Violet. Das klappt mit ihr noch nicht so. Holst du deine Schuhe, Schatz? Eine Fuß hier hin, die andere hier hin. Sind die richtig rum? Ja. Der Fuß und so der Fuß. Wie immer, die Mädels sind schon fertig und den Herrn Connor muss ich jetzt noch wecken. Connor, aufwachen. Wir wollen los, mein Schatz, wir wollen los. Ach gut. No. So, näher bitte einmal über Licht aus und dann können wir los. Okay. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir haben sie ja zur Tagesmauer gebracht. Und jetzt wollte ich hier erstmal die ganzen Fenster aufmachen. Hier wird gerade noch fleißig gespielt. Aber ich glaube, die zwei sind bereit fürs Bett. Ja, du freust dich, Süße. Ja. Du hast schon ein bisschen im Auto geschlafen, aber der Connor, der ist ganz müde. Den werde ich gleich eine Flasche machen und dann geht's ins Bettchen. Ist hier eigentlich noch was drin? Ich habe mehr heute getrunken. Ja, ein bisschen ist noch drin. Soll ich dich essen? Soll ich dich eigentlich mal essen? Oh nein, Hilfe! Ich war auch gestern mit allen gemeinsam beim Arzt, mit allen drei Kindern. Das war ein Akt. Ich hatte Connor in der Trage, die Violet hatte ich in der Babyschale und Sonea halt an der Hand. Aber Sonea hat leider einen Ausschlag bekommen und den wollten wir mal nachgucken lassen. Ist alles in Ordnung, sie hat jetzt eine Zinksalbe bekommen, deswegen hatte sie auch gestern noch verlängertes Wochenende. Bis Dienstag durfte sie zu Hause bleiben, aber heute hat sie sich schon wieder auf die Tagesmama gefreut. Und ich hoffe so sehr, dass die Creme jetzt anschlägt. Das hatte sie als ganz kleines Baby auch schon mal. Und sie meinte jetzt auch, das sieht noch nicht nach Neurodermitis aus, denke ich auch nicht. Aber man weiß ja nie, wo so ein Ausschlag herkommt. Und der juckt ja auch. Deswegen hoffe ich einfach, dass jetzt die Zinksalbe hilft. Hast du die Lotta? Das ist Sonias Lotta, ja? Die hatte Sonia auch schon. Ja, es geht jetzt ins Bett, Schatz. Hier sieht es noch nicht so schlimm aus, aber Violet, die reibt immer ihre Füße aneinander. Und dann sehen die Strumpfhosen irgendwann so aus. Also so richtig mit Peeling. Das ist wegen Violet, weil die immer ihre Füße aneinander reibt. Die Socken sehen genauso aus. Oh naja, was soll man machen? Ha, was soll man machen?
Das passt so richtig gut zu ihr. Das habe ich so näher schon gerne angezogen. Und Violet hat ja blaue Augen. Also bis jetzt. Ich hoffe eigentlich auch, dass das bleibt. Connors werden auch schon langsam dunkler und ihre noch nicht. Vielleicht bleiben die ja dann so. Und das passt richtig gut zu ihren Augen. Und sie hat ja auch helle Haare. Ja. Der Connor, der bekommt braune Haare schon. Eine Flasche kommt sofort daher. Das habe ich ganz vergessen wegzuräumen. Muss ich nachher noch machen, bevor ich drüber falle. Oh nein, nicht die Lotte annudeln. Die hatte ich damals auch immer hier dranhängen am Spielebogen. Und auf den Schmetterling. Das ist alles so näher Spielzeug. Oh nein, nicht annudeln. Für dich geht's auch gleich ins Bettchen. Für dich geht's auch gleich ins Bettchen. Jetzt wird hier alles rumgewirbelt. Sind alle im Bettchen und ich wollte jetzt einmal die ganzen Flaschen spülen. Hierfür brauchen wir auch unbedingt noch eine schönere Lösung. Das sind Zweierwindeln, die passen gar nicht mehr, aber die wollte ich unserer Freundin geben. Ja, und sonst ist hier einfach alles reingestopft. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir das ein bisschen schöner gestalten. Das hier ist irgendwie auch ein Tick von Sonia geworden. Sie krallt sich immer die Farben und stellt die aufeinander. Grün zu grün, blau zu blau. Naja, und das Rot haben wir halt nicht mehr an so groß. Deswegen hat sie immer gelb und rot zusammengestellt und dann ihre Sea-Life-Tiere hier. Ich lasse ihr das auch stehen. Das soll sie ruhig so machen, wie sie das für richtig hält. Ich spüle jetzt einmal die Flaschen von heute Nacht ab und die Thermoskannen. Ich will nämlich nicht, dass das schöne Muster abgeht. Hier steht zwar, dass die geeignet sind für die Spülmaschine, aber ich gehe das Risiko lieber nicht ein. Die Flaschen werde ich dann auch gleich noch zum Abkochen hinstellen. Vorher muss ich noch die Herdplatte sauber machen. Aber die werde ich gleich abkochen. Wir haben zwar auch einen Vaporisator, aber den benutze ich irgendwie nicht. Den habe ich bei Sonia immer benutzt. Den haben wir damals von Kevins Eltern bekommen. Und den habe ich bei Sonia immer benutzt. Und irgendwie, jetzt mit den Zwillingen, koche ich alles in einem großen Topf ab. Ich weiß nicht, warum wir uns das so angewöhnt haben, aber irgendwie ist das jetzt unser Ding geworden. Deswegen werde ich den Vaporisator dann auch verkaufen. Der muss ja nicht einfach nur rumstehen und da freut sich eine andere Mama mehr drüber. Heute ist auch mal endlich wieder gutes Wetter, bedeutet, ich kann gleich meine Waschmaschine ausräumen. Die habe ich heute früh schon angemacht und kann das gleich auf dem Balkon hängen. Hier ist noch einmal Kartoffelschale von gestern, die werde ich jetzt noch rausbringen und hier einmal putzen und dann sieht die Küche auch schon wieder super aus. Ich hatte jetzt gerade Wäsche runtergeholt und die Violet hat nochmal geweint. Falls sie jetzt noch weiter weint, dann muss ich ihr einfach nochmal eine Flasche machen. Ich muss jetzt auch langsam mal was essen. Es ist nämlich schon 10.16 Uhr und ich habe heute weder getrunken noch was gegessen. Ich mache mir jetzt einfach ein Spiegelei. Ich war auch gestern einkaufen und ich hatte super Lust auf diese Toastbrötchen. Werde ich mir jetzt auch eins machen. Ich habe mir gestern seit Ewigkeiten auch mal wieder Philadelphia mitgenommen. Der war nämlich im Angebot. Und da habe ich für Kevin einmal mit Räucherlachs mitgenommen und für mich einmal mit Kräuter und mit Feta-Gurke. Der ist so lecker. Wenn ihr den noch nicht ausprobiert habt, dann probiert den unbedingt mal aus. Ich habe mich auch gestern so geärgert. Ich war ja mit Sonia einkaufen und ich habe alles aufs Band gelegt und die Kassiererin hat dann schon angefangen, die ganzen Sachen drüber zu ziehen, obwohl ich noch gar nicht fertig war. Und dann hat sie das Gläschen, was ganz vorne stand, ich habe noch für die Babys und für Sonia so ein Mittagsbrei mal noch mitgenommen und das Glas stand ganz vorne und das hat sie dann immer weiter zur Seite geschoben und dann kam ich wieder vor mit meinem Wagen. Wollte gerade das Gläschen nehmen, in dem Moment fällt es runter und ich durfte es natürlich dann auch noch bezahlen. Ich durfte es aufwischen und bezahlen und ich dachte mir so, ey. Ich meine, natürlich, die hatte wahrscheinlich auch dann bald Feierabend und wollte schnell fertig werden. Aber dann stellt doch bitte nicht das Glas so an den Rand, dass es dann runterfällt, wenn ich es gerade greifen will. Und dass ich es dann auch noch bezahlen musste. Aber gut, kann man auch nicht ändern. Sonia liest auch immer an ihrem Trampolin. Die hat heute früh schon wieder hier einige Bücher reingeholt. Was haben wir denn hier? Paw Patrol, Puzzlebuch, Peppa Pig und... Erst Geschichte vom Starksein. Das ist ein richtig schönes Buch.
Weil die lege ich jetzt auch mal zurück. Ich hatte jetzt gerade auch mal noch ein bisschen Pause gemacht, bis der Connor jetzt aufgewacht ist. Und jetzt habe ich ihm schon den Brei angerührt. Heute gibt es Kürbisbrei. Na dann los. Grüß dich schon. So, Großer, ich habe noch einen Sauerlatz für dich. Guck mal, mit einer schönen Sonne drauf. Connor ist ja noch nicht der größte Brei-Fan. Die Violet schon eher, der Connor leider noch nicht so. Er spuckt es jetzt auch nicht wirklich aus, aber so wirklich haben muss es auch nicht. Ich habe gerade schon mal geguckt, denn die Violet, die schläft ja ganz, ganz toll allein. Und wir wollen ihr jetzt ein eigenes Bettchen kaufen. Die Sonea ist ja damals mit 4 Monaten bei uns ausgezogen. Und die Violet, die schläft jetzt nachts auch schon alleine im Babyzimmer. Und jetzt wollen wir ihr ein richtiges Bettchen kaufen. Der Connor, der schläft gerade noch bei mir im Beistellbett. Jetzt wollen wir ihr ein eigenes Bettchen kaufen. Und da wollen wir dann heute mal in einen Secondhand-Laden fahren. Wir haben ja Sonias Bett damals auch schon Secondhand gekauft. Und ich finde da auch gar nichts schlimm dran. Wir wollen einfach einem Möbelstück nochmal eine zweite Chance geben. Und da fahren wir heute Nachmittag dann in einen Secondhand-Laden. Gucken, ob mir da was gefällt. Die Violet, die schläft ja noch in der Swing, aber ich möchte die Swing to Sleeps langsam abbauen. Der Connor schläft auch nicht mehr drin, den lege ich da nicht mehr rein. In den ersten Monaten war die super gut, aber mittlerweile nehmen wir die nicht mehr. Und ich lege, wie gesagt, auch Connor nicht mehr rein. Der schläft ja bei mir oder halt im Beistellbettchen. Und damit die Violet richtig gut in ihrem Babyzimmer schlafen kann. Wie gesagt, sie schläft halt besser ohne uns. Genauso wie Sonea damals. Deswegen ist sie ja mit 4 Monaten ausgezogen. Und Violet jetzt mit 5 Monaten. Sie schläft jetzt aber schon seit ein paar Wochen alleine halt im Babyzimmer nachts. Und sie schläft auch sehr, sehr gut bis ganz durch. Also manchmal wird sie einmal wach. Manchmal schläft sie komplett durch. Also meistens wird sie im Moment einmal wach nachts. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und Connor schläft im Beistellbett oder neben mir. Und wird so circa 2-mal die Nacht wach. Was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wir wollen jetzt langsam anfangen und wir kaufen erstmal nur ein Babybett, weil der Connor, der liegt ja wie gesagt noch im Beistellbett und der schläft auch sehr, sehr gut neben mir. Besser als wenn er alleine schläft. Und bevor wir dann 2 kaufen und 1 komplett zustaubt, kaufen wir das nach und nach, weil jetzt braucht erstmal nur die Violet 1. Und sobald der Connor auch sitzen kann, lege ich den natürlich nicht mehr ins Beistellbett. Dann kriegt der auch sein eigenes Bett. Wir hatten sonst jetzt immer nur Möhrchen. Das hat er jetzt auch sehr gut angenommen. Aber jetzt der neue Geschmack, der ist dann doch schon so ein bisschen. Mal schauen, ob ich dem Ganzen vertraue. Hä? Ich höre aber, die Violet wird jetzt auch wach. Bedeutet, ich kann sie dann gleich runterholen, dann kann sie noch ein bisschen spielen. Und dann kriegt die auch was zu essen. Perfekt, das ist nämlich jetzt gerade kurz nach 12. Perfekte Mittagessenzeit. Perfekte Mittagessenzeit. Bei den Babys war gerade so ein bisschen schlechte Stimmung, aber jetzt geht's allen wieder gut, ja? Es geht allen wieder gut. Connor fusselt hier schon so ein bisschen. Die Violet liegt hier noch, die ist noch ein bisschen müdchen. Ich habe gedacht, sie wollen vielleicht noch eine Flasche haben. Dem war aber nicht so. Irgendwie wollte jetzt keiner noch trinken. Wir holen jetzt auch schon bald so näher ab. Wir spielen jetzt noch und dann holen wir die große Maus. Und heute Nachmittag wollten wir dann das Secondhand-Geschäft fahren, mal da ein bisschen stöbern und ich würde mich jetzt erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe sehr, dass euch mein Morgen ein bisschen gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao!